Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die gelebte Inklusion. Ich habe nicht nur diesen wunderbaren Sitzsäckel bekommen aufgrund meiner Erkrankung, sondern ich hatte einen blauen Pullover an und ich habe diesen wunderschönen pinken Pullover bekommen. Vielen herzlichen Dank, das ist gelebte Gegenwart, die uns alle weiterhilft. Ich möchte Sie ein bisschen mit in die Zukunft nehmen. Dies ist eine dunkle Zukunft mit viel Farbe, ist, was eine Seminarteilnehmerin unserer For Future Labs, die ich Ihnen gleich näher bringen würde, schrieb. Sie hatte vor, eine dunkle Zukunft sich ausgemalt mit sehr, sehr viel Angst. Und sie sagte, sie hat nicht mehr, sie hat nicht die Idee, dass alles gut wird. Sie hat aber auch kein Vogelstrauß-Syndrom mehr, sondern sie weiß, dass es wirklich, wirklich schwierig wird für ihre junge Generation. Und darin sieht sie Hoffnung, darin sieht sie Farbe. Und wie sowas gehen kann, wie das jungen Menschen ermöglichen kann und uns allen ermöglichen kann, darum soll es im Folgenden gehen. Ich werde Sie ein bisschen mitnehmen, was ist eigentlich Zukunft, warum Imagination, gerade meine Wissenschaft, die Ökonomie, war lange eher so ein bisschen imaginationslos, um das mal trocken zu formulieren, eher damit Vergangenheit in die Gegenwart und dann in die Zukunft vorzuschreiben. Die UNESCO nennt es Used Futures und das ist eine Form der sogenannten Futures Illiteracy, wenn wir gar nichts bahnbrechend Neues imaginieren können. Ich selber bin, das wurde gerade gesagt, Gründerin und Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Vielleicht sind wir, naja, was Armin Himmelrath gerade sagte, sowas zwischen Rettungsgasse und Ersthelfer und Ersthelferinnen. Wir versuchen einfach im Rahmen der staatlichen Anerkennung so schnell wie möglich mit einem Kreis von ungefähr im Moment 160 Studierenden und 30 Mitarbeitenden das Neue einfach zu leben in und mitten in diesem Bildungssystem und diese Innovation so schnell wie möglich mit allen Hochschulen und mittlerweile auch Schulen zu teilen. Und ich meine dafür, ich nehme immer eher so die Metapher des Schmetterlings, wir werden gewaltige Metamorphosen brauchen, um die neuen Generationen und jungen Generationen zu befähigen, in irgendeiner Weise diese Zukunft zu imaginieren zu können und auch gestalten zu können. Zukunft hat was mit uns Menschen zu tun, das ist vor allen Dingen im Zeitalter von KI absolut wichtig, wie hier meine Kollegin Florence Gorb als Zukunftsforscherin sagt, wir sind es, die Zukunft so detailliert vorstellen können, dass wir sie selbst erschaffen können. Das heißt, Zukunft ist nicht etwas, was sich von der Vergangenheit über die Gegenwart einfach vorschreibt, sondern wir können in der Gegenwart so imaginieren und Zukunft ist immer nur imaginativ, sonst wäre sie ja die Gegenwart. Das heißt, wir können das erschaffen. Das ist eine Fähigkeit, die grandios vernachlässigt ist in den Wissenschaften, auch in der Philosophie, mein zweites Fach. Und wir müssen genau diese Fähigkeiten wecken. Warum? Na, wenn alles immer weitergehen könnte, dann wäre es überhaupt gar kein Problem. Aber durch diese radikale Ungewissheit, durch diese Riesenherausforderung, die wir haben, brauchen wir genau diese erschaffende, das heißt auch sinnstiftende, im Englisch Sense-Making, Fähigkeiten. Der eigentliche Zweck sozusagen von Zukunft, man kann auch andere sagen noch, aber das ist halt diese gewaltige Fähigkeit, Optionen, Handlungs- und Gestaltungsoptionen zu schaffen. Und hier ist der Titel von unserer Konferenz hier so wichtig, sagen, Zukunft ist nicht einfach Statistiken, Zukunft sind nicht einfach nur Berechnungen, wie mein Fach die Ökonomie es zum Beispiel gerne hätte, sondern sie liegt in der Kraft, Zukunft erzählen zu können. Es ist also eine narrative Fähigkeit, es hat sehr, sehr viel mit Storytelling zu tun. Ich will Ihnen einmal kurz zeigen, sozusagen, was diese Kraft ist. Sie sehen dieses Bild im Hintergrund, eine Waldlichtung. Ich arbeite mit jungen Menschen in der Sekundarstufe 2 Bachelor, Master, Studierende, in der Frage immer, was ist die Zukunft in ungefähr 20 Jahren? Wir arbeiten immer mit 2045. Und dann kommen natürlich diese jungen Menschen zu mir und sagen, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Das ist eine der Geschichten, die ich erzähle. Sage ich, die Bildung wird sein wie ein großer Wald. Es werden gewaltige Bäume um eine Leerstelle wachsen. Sie werden stark genug sein, dieses ganze System als Ökosystem neu zu tragen. Unterirdisch wird ein gewaltiges Myzel entstanden sein, was Kraft und Nahrung gibt. Und es werden junge Menschen wachsen können wie diese kleinen Bäume, dass sie im Licht, das einfallen kann, wachsen kann, wenn sie lange im Schatten standen. Sorgen die jungen Menschen, ja und? Wo bist du denn? Sagte ich bin schwer erkrankt. Ich werde in 20 Jahren nicht leben. Das weiß ich, sehr wahrscheinlich, wenn nicht irgendein Wunder passiert. Aber genauso wird es sein. Ich engagiere mich heute für eure Bildung,
weil ich einen Raum schaffen werde, der dann leer ist und die Sonne auf euch scheinen kann und ihr genug Nährstoff im Hintergrund hat. Und diese Geschichte hilft mir und hilft diesen jungen Menschen, durch diese nicht immer leichten Zukunftswerkstätten zu gehen. Also auch hier Overlapping Generations, ja, Erzählungen, die nicht nur auf Individuum basieren, sondern Hoffnung schaffen für Generationen und über Generationen, selbst wenn wir in der Zwischenzeit sehr wahrscheinlich nicht mehr sein werden. Das allerdings ist die Realität. Du, Armin, hast sie gerade ein bisschen anders gezeichnet. Ich versuche es hier sozusagen jetzt wirklich auf diese Zukunftsfähigkeit. Wir können Jugendstudien nehmen, hier ist es sozusagen unter dem Hochschulalter. Wir können aber auch ältere Gruppen fragen, Sorgen um die Zukunft und wie Rallengolter-Institut das genannt hat, Zukunftsvakuum. Das ist die Realität. Nicht träumen können, sich Sorgen machen, nicht weiter wissen. Allianzstiftung spricht von der Generation im Wartesaal, im Sinne von irgendwas müsste passieren, irgendjemand müsste uns abholen, aber wir wissen noch nicht, wer kommt und eigentlich wissen wir auch gar nicht, wo es hingeht. Das ist die Zitate hier aus der Studie Jugend in Deutschland, die gerade Furore gemacht hat. Ich sage auch methodisch immer wieder hinterfragt worden, das sage ich hier dazu, ich habe die Folie vorher angefertigt. Hier in der Tagesschau dieser Satz von Niklas, einem Schüler, keine Ahnung, wie mein Leben in 20 Jahren aussieht, also der war noch nicht bei uns, Sie hören das schon, wir haben keinen Plan, wie unsere Welt danach aussehen wird. Für alles, was wir heute gestalten müssen, brauchen wir nicht nur Planungshorizonte von 200, sondern von 100 Jahren Gestaltungsvisionsräume. Wir müssen nicht so weit wie die katholische Kirche gehen, dass es 500 und 1000 Jahre sein müssten. Eigentlich müssten wir auch das, aber wir haben hier noch nicht mal mehr die Fähigkeit, dass ein 16-Jähriger sich als 36-Jähriger, also in der beginnenden Verantwortungsübernahme unserer Gesellschaft, imaginieren kann. Das heißt, wir können uns kein gutes Leben, wir haben also keine positiven Träume, eine tiefe Verunsicherung, die meines Erachtens damit zu tun hat, dass nicht nur die Infrastruktur an Fenstern und allem Möglichen bröckelt, wie mein Vorredner das dargestellt hat, sondern die Infrastruktur, die mentale Infrastruktur ist so rot, dass wir noch nicht mal den nächsten Zeitraum von 20 Jahren mit jungen Menschen in Blick nehmen können. Florence Gorb hat diesen Satz gesagt, wir reden sehr viel von Zukunftsängsten im Moment bei der jungen Generation. Sie sagt, was schlimmer ist, als sich eine schlimme Zukunft vorzustellen, ist gar keine zu haben. Und genau das erleben wir bei jungen Menschen, die zu uns kommen, wo wir auch zunehmend empirische Forschung machen. Das Problem ist, dass diese Art von ökonomisierter Bildung, formalisierter Bildung zu einem Ziel leitet, beispielsweise einem Abitur oder Abschluss. Man weiß gar nicht, was es soll, man hat die Motivation nicht. Und diese Zukunft ist so nah, die nächste Klausur, der nächste Schritt in einem solchen System bestehen zu können, in diesem Wettbewerb, dass überhaupt gar keine Zukunftsbilder mehr möglich sind. In einem sehr bewundernswerten Projekt des Reallabor Leipzig sind Workshops gemacht, werden sozusagen vorgelagert zu unserer Aufgabe, also systemisch vorgelagert, überhaupt mal über dieses Zukunftsvakuum erzählen zu lassen. Das ist diese wunderbare Collage dieser, einer Schülerin aus einem Kunst-LK entstanden, die sagt, sie wird hier gefüttert und gefüttert mit Wissen, wenn hinter ihr ein Komet mit all den aktuellen Problemen sind, die sind nicht auf dem Tisch, was ihr angefüttert wird, sie sind hinter ihr, sie weiß nicht, was nach ihrem Abitur sein wird. Das ist die Situation der mentalen Infrastruktur, da müssen wir jetzt mit allem rangehen, dass wir sagen, das so schnell wie möglich, zum Wohle von uns allen, aber auch jedes einzelnen Individuum aufzulösen. Es braucht dafür, ich würde nur kurz eingehen und dann ein Beispiel nennen, eine fundamentale neue Bildung, die eben aufhört, Menschen mit Wissen zu füttern. Das heißt, Wahrheit kommt nicht mehr von vorne, wir brauchen nicht mehr diese Hörsäle. Wir müssen oder sollten Studierende nicht mehr zu schlechten Chatbots ausbilden. Das heißt, dass sie das Wissen sozusagen reproduzieren können, was ChatGPT und so weiter in sehr kurzer Zeit besser können wird. Das heißt, hier das Erste, wir brauchen eine neue Didaktik, die wir in dieser Spirale transformativen Lernens als Hochschule für Gesellschaftsgestaltung vorgeschlagen, erforscht und danach auch unsere Studiengänge machen. Sie hat immer drei Komponenten, die dann in drei Bereichen sich entfalten. Das heißt, wir müssen die jungen Menschen in ihrer Verunsicherung und Erschütterung ernst nehmen. Das heißt nicht, wir erschüttern junge Menschen, sondern es heißt, wir müssen dort ansetzen, wo es bereits wackelt. Dann heißt es, sich öffnen, zu sagen, was ist denn noch möglich, was ist über eure Ängste und Zukunft, über diese Dunkelhaut hinaus an Gestaltungshorizonten möglich und dann auch eine Ausrichtung sagen, so, das packe ich an, ich kann mir viel vorstellen, aber das ist das, was ich wirklich erreichen möchte. In drei Phasen
teilen wir das auf. Den einen von denen ist noch das nächste dessen, was Hochschule im Moment macht, ist der Bereich Neudenken. Auch da sehen wir gewaltigen Reformbedarf. Wir sehen ihn in dem Bereich von Handeln, also tatsächlich anfangen, in der Gegenwart zu gestalten und nicht zu sagen, ja, wartet mal 20 Jahre, bis ihr auch groß seid. Ich will aber mit Ihnen hier den dritten Bereich durchgehen. Das ist dieser Bereich des Neuseins. Das heißt Persönlichkeitsbildung. Wie kann ich in diesen Erschütterungen über dieses Zukunftsvakuum hinauskommen in diese Form neuer Imagination und daraus ganz konkrete Handlungsschritte, also Ausrichtung in der Gegenwart entwerfen? Mit dem Stifterverband, der auch dieses Festival organisiert, sind wir beispielsweise in Erprobungsphasen gegangen, im Moment noch in Schulen. Wir arbeiten auch mit anderen Hochschulen zusammen und haben jetzt diese For Future Labs, dessen Logo Sie hier sehen, entworfen, um genau diesen Schritt mal ganz konkret durchzugehen. Davon möchte ich Ihnen im Weiteren einiges berichten. Das heißt eigentlich genau das, was ich vorher gesagt habe, in ein Curriculum zu verankern, in alle unsere Studiengänge. Wir haben drei, ein Bachelor, zwei Master, sind diese For Future Labs fester, akkreditierter Bestandteil am Beginn des Studiums. Wir fangen damit das Studium an. Warum? Weil wenn man gar nicht weiß, wo man hin will, wenn man nicht weiß, was die Motivation ist, man eigentlich auch das Wie des Lernens und die Gegenstände des Lernens unseres Erachtens vergessen kann, vor allem in diesen radikal ungewissen Zeiten, wenn Menschen in diesen Zukunftsängsten nicht ernst genommen werden, dann ist das dermaßen lernhemmend, übrigens auch an Schulen, dass dort erst was zu tun ist. Denn diese menschliche Fähigkeit ist im Moment dermaßen verkümmert. Es war hier diese Sache so, ja, wir brauchen Imaginationsmuskel. Der hat nicht nur Muskelkater, der ist gar nicht da. Der benimmt sich also ungefähr wie meine Muskeln. Das kann nicht sein. Wir brauchen diese Imaginationskraft und können sie auch entfalten. Dafür gibt es Didaktiken, dafür gibt es Möglichkeiten. Das heißt, gemeinwohlorientiert arbeiten, das ist das, was wir von vornherein tun, mit den großen Krisen, Stichwort dunkle Farbe, zu verbinden. Und dann eben auch tatsächlich Lösungsansätze. Das heißt, wenn ich sage, Zukunft kann ich mir imaginieren, auch wieder in die Gegenwart zurückkommen. Das sind Fähigkeiten, wenn Sie das Ganze auf Bologna-Deutsch und Kompetenzen runtergebrochen haben wollen, will ich nicht mehr angehen. Wir können sowas. Das heißt, wir haben hier eine ganze Fähigkeitsspalte sozusagen eingeführt. Nur darauf will ich zeigen, diese Imaginations- und Vorstellungskraft. Wenn Sie sehen, was zum Beispiel in den Future-Skill-Debatten, das ist das dunkellila hinterlegte, dann fehlt hier ein gewaltiger Bereich, den wir noch brauchen, um diese Arten von Fähigkeiten, Neudeutsch-Kompetenzen, geht es uns. Was tun wir an Angelehnung an der UNESCO Future Literacy Konzepten? Heißt es immer erstmal mit bestehenden Zukunftsbildern oder vor allen Dingen nicht bestehenden Zukunftsbildern, die überhaupt erstmal offen zu legen, bewusst zu machen, zu zeigen, was ist eigentlich da und zum Beispiel zu verstehen, dass daran sehr wenig individuell ist. Also wo kommt das her? Welche gesellschaftlichen Bilder werden adaptiert? Aus welchen Social Media Kanälen und so weiter kommen eigentlich Bilder, die viel zum Beispiel mit brennenden Wäldern zu tun haben, mit Kriegsszenarien und Ähnlichem? Also sehr, sehr dunkel und sehr, sehr handlungsunfähig. Das ist das meiste, was uns begegnet. Der zweite ist der eigentlich spannende und aufregende Teil, dann in diese Imagination zu kommen, zu sagen, es gibt immer mehr Möglichkeiten. In der Imagination sind wir frei, Zukünfte, zwar wissenschaftsbasiert, aber in ganz unterschiedlichen Formen zu entwickeln. Wir arbeiten hier mit Vorstellung wünschenswerter Zukunft und wie gesagt, einem Zeitraum von 20 Jahren. Wer willst du sein? Was möchtest du tun? Und zwar nicht abstrakt, wir brauchen keine abstrakten Sachen, ja, das Bruttoinlandsprodukt so und so und dann ist die Klimakrise da und da und die Migrantinnen so und so, sondern ganz konkret, wie sieht dein Alltag aus? Was würdest du an diesem einen Tag in 2045 machen? Um diese Art von narrativer Imagination geht es. Und dann eben wieder den Schritt zurück oder nach vorne, je nachdem, wie man es sieht, in die Gegenwart zu machen und sagen, wenn du das dir vorstellen kannst, wenn das dein einer Tag ist und 2045 mit all seinen Schwierigkeiten, Herausforderungen, was tust du heute, damit diese wünschenswerte Zukunft jetzt entstehen kann? Und ich möchte Ihnen einige Erzählungen jetzt mitbringen, was passiert eigentlich in diesen Phasen. Sie sehen hier ein Bild, das ist die bekannte Methode Brief an mein Zukunfts-Ich. Man kann es auch andersrum schreiben lassen, das tun wir in der dritten Phase, das Zukunfts-Ich schreibt. Ja, das heißt, wer bist du überhaupt? In 20 Jahren, Florence Gorb hat analysiert, ist total spannend, dass wir nicht fähig sind, das Ich in 20 oder 40 Jahren als unseres Ich zu begreifen. Es ist ein total abstraktes. Deswegen hat man auch nicht so richtig viel Mitleid und Empathie mit dem. Das heißt halt erstmal überhaupt Kontinuität zu schaffen. Wer bin ich?
was kann ich mir vorstellen? Und hier ist die studentische Teilnehmerin, die das mit der dunklen Farbe, also die dunkle Zukunft mit viel Farbe, uns denn geschrieben hat. Sie sagte, das war alles am Anfang eine Unwissenheit, ich konnte gar nicht schreiben, oft kommen diese Briefe erst mal leer und können dann erst in der Zeit ausgefüllt werden. Und das heißt dann eben, dieses Emotionen, Frustration bricht sozusagen dem ganzen Bahn. Oft sind das erstmal autobiografische Beschreibungen von, wer bin ich jetzt? Ich hoffe, liebes Zukunfts-Ich, dass ich anders sein werde. Dann kommt diese kreative Phase. Wir reden jetzt hier Workshop-Ergebnisse, die einem halbtägigen Workshop entstanden ist. Wir reden jetzt nicht hier, also deswegen eher, wie du, Armin, gerade sagtest, also wir reden hier von Erster Hilfe. Ne? Also wir reden, das geht richtig schnell, Rettungskasse bilden hin und einfach mal erstmal was tun. Und zwar am Geschehen des Unfalls, an dieser Imaginationslosigkeit. Das heißt, dass wir brauchen ja nicht ewig Rieseninfrastrukturen. Diese Sachen sind mit Schülerinnen sogar entstanden im Abiturbereich, also kurz im Übergang zur Hochschule, um was wir uns hier kümmern. Die sagen, was ist die Imagination einer Gesellschaft um 2045, die von Sinnstiftung, gemeinsamer Sinnstiftung aktiviert sein wird. Mehr geben wir gar nicht vor. Ich will nur auf das Untere der zeitmäßig. Die jungen Menschen haben sich gedacht, ja Mensch, klar, heute verbinden wir uns alle mit Tinder, das heißt, auf ganz bestimmte Interessen, über ganz bestimmte Algorithmen, auf einen ganz bestimmten Nutzen, sagen, das wird es natürlich so gar nicht mehr geben, aber wir müssen ja all die Leute finden, die mit uns den gemeinsamen Sinn teilen, die mit uns bestimmte Aktivitäten machen wollen, und dafür werden wir eine App programmiert haben, die genauso erfolgreich ist wie Tinder und so viele Menschen vernetzt, damit sie gemeinsame Aktivitäten machen, die sinnstiftend sind, und haben in den 3 Stunden erste sozusagen strukturale und digitale Elemente dafür geschaffen. Sie sehen, andere sind eher noch sozusagen im Zeichnen. Diese Zeichnung ist aus einem Master-Seminar sozusagen. Na, da werden ganze Architekturen umstrukturiert, alles nach Sinn ausgerichtet. Die Freiräume sind dafür da, die Werkzeuge sind geteilt und die Verbindung zwischen einzelnen individuellen Elementen. Hier ist eine andere, wir haben den Frame, was wird in einer Gesellschaft sein, in der es immer noch Streitigkeiten gibt, die aber in gewisser Weise gelöst werden. Also dunkle Zukunft mit viel Farbe. Man kann es hier vielleicht nicht sehen, ich will nur eine kurz durchgeben, auch das wieder aus dem Masterbereich. Hier rechts ist es dann ein Streitgespräch entstanden, sagen wir imaginieren uns als Mitglieder des Europäischen Parlaments, in der selbstverständlich die Aufgabe ist von Krieg bis Frieden, bis Gerechtigkeit, also alle Ziele, die die Nachhaltigkeitsziele der UNO sind, wo wir sie verhandeln können und wir werden dabei sein. Ein anderes Beispiel fand ich super, 2045 gibt es eine Stadt, die auch wieder Konflikte überwindet, nach Sinn ausgerichtet ist, und es wurde eine Szene gespielt, sagen wir sind ja so nett, aber es gibt noch einige, die wollen nach wie vor nur nach Erfolg und Gewinn streben. Also es ist klar, es wird nach wie vor Konflikte geben, nicht mehr, weil die in der Mehrheit sind, aber es ist halt eine lärmende Minderheit, und es wurde dann ein Theaterstück aufgeführt und inszeniert innerhalb von einer Stunde, wo es eine Beratung gab von den Sinnstiftern für diejenigen, die es immer noch nicht kapiert hatten, also die ewig Gestrigen sozusagen, und dann wurde sozusagen demjenigen gesagt, ja, das war früher auch mein Ziel von Ihnen, also mit diesem Gewinnstreben, das ist so ein bisschen veraltet und das Geldform gibt es dafür auch gar nicht mehr, aber wir integrieren Sie und Sie können gemeinnützige Arbeit machen und Sie können und so weiter, und es wurde mit einem Riesenapplaus und Gelächter wie alle anderen auch wahrgenommen. Ja, das heißt also ganz konkret zu sagen, wie könnte Welt einmal komplett anders aussehen? Was würden wir da drin tun? Diese beiden Studierenden werden also die Ewiggestrigen beraten, die es immer noch nicht gecheckt haben, und weil wir gemeinwohlorientiert sind, wollen wir die ja auch mitnehmen. Letztes Beispiel aus dieser Phase, Arbeit auch mal anders, hier in den klassischen Werbebroschür-Design. Man sieht also, jeder Einzelne bringt jetzt seine Fähigkeiten sozusagen ein, dann eben sagt, eine Zeit, Zeitwohlstand, Equality und so weiter, also diese Realisierung, und in einer humorvollen Debatte unter dem Titel Gemeinsam statt einsam. Das heißt, es wird in 2045 eine Welt geben, wo das die normale wöchentliche Werbeansage im Stil von Lidl und Aldi sein wird. Kommen wir zu dem Punkt, sagen, was heißt das, einfach nur träumen? Ich habe gezeigt, es ist nicht einfach ein Träumen von rosarot, es ist nicht der alte Traum von Fortschritt und das wird schon, sondern es sind die großen Konflikte. Sie haben gerade die Karte gesehen, was wird mit Ukraine, Russland-Konflikten, die auf uns übergreifen, seien übrigens gezeichnet von ukrainischen Flüchtlingsjugendlichen. Ja, das heißt, darum geht es nicht, sondern zu sagen, wir haben
werden Situationen haben, die werden schwierig sein und wir werden darin handlungsfähig sein. Was ist der Schritt jetzt? Was ist die Möglichkeit? Und wir schreiben sehr, sehr viel jetzt ausgerechnet an Bildungsbiografien. Natürlich in der Schule, am Übergang zum Beruf. Was werde ich studieren? Werde ich doch lieber eine Ausbildung machen? Welche Seminare werde ich besuchen? Und Sie sehen hier diese Menschen, die sich jetzt sehr individuell über bestimmte kreative Methoden, wir gehen dafür immer in einen nahegelegenen Garten, selber sich überlegen, was jetzt, wohin, wieder zurückgehen. Von der Seminarteilnehmerin, von der der Titel dieses Vortrags stammt, ist dieses Rückblicken, ist das Imaginieren für mich eine Methode geworden, das in meinem Alltag fruchtet. Ja, sie hat gelernt, es zu nehmen. Wir begleiten auch unsere Studierenden dort in den gesamten anderen Seminaren weiter in dieser Imaginationsmuskelübung sozusagen. Und sie sagt, dass das der entscheidende Punkt ist, das in die Gegenwart zu integrieren. Bei anderen sind es zum Beispiel extrakurrikulare Aktivitäten, wenn die gesamte Infrastruktur der Hochschulen noch nicht so ausgeprägt ist, ein bestimmtes zivilgesellschaftliches Engagement. Es kann aber auch dazu führen, eine bestimmte Sprache zu lernen, um nachher anderen helfen zu können und so weiter. Wahrscheinlich kennen Sie dieses Pull-Up-Game. Wir machen Aufstellungen mit den jungen Menschen und sagen, imaginiere dir eine Zukunft, wie die aussieht, wird sie eher dunkel oder hell sein und wirst du darin wenig Einfluss oder viel Einfluss haben. Und Sie sehen, genau wie das langsam, ne, das will hier, genau, läuft in der Einstellung, wahrscheinlich, Sie sehen es hier nicht, sorry dafür. Wir sehen sozusagen, das ist die Anfangseinstellung in diesen Seminaren. Wir sehen diesen großen Bereich von dunkler Zukunft mit Ohnmachtsvorstellung und das Ganze wandert stark, ich kann das hier jetzt nicht deutlich machen, weil die Technik nicht funktioniert, in die rechte untere Ecke. Das heißt, viel mehr Menschen, die sich zumindest unmittelbar nach den Seminaren, wir haben noch keine Langzeitstudien, doch in diesem Einflussnahme und in der Vorstellung von Helligkeit unterscheiden und auch viele Menschen, die ihm sagen können, wie diese Seminarteilnehmerin, die Welt ist für mich immer noch dunkel, aber ich kann da drin gestalten. Das ist übrigens auch eine überwältigende Aussage, die wir hatten, als wir Fridays for Future in ihrem letzten Sommertreffen in Lüneburg mit 6 Seminaren vor Ort waren. Da war dieses, okay, es ist nach wie vor schwierig, aber egal welches Szenario, sagte ein 18-jähriger Teilnehmer, es sein wird, wir werden als Fridays for Future gebraucht werden, wir werden Zukunft mitgestalten können. Das war vor Beginn dieser Workshops, dieser For Future Labs nicht so. Wenn Sie es in Evaluationen sozusagen haben wollen, wir werden das auch bald auf unsere Homepage stellen, das haben wir schön mit dem Stifterverband und dem Future Skills Projekt gemacht, dann sagen wir, es liegt nicht an den jungen Leuten, dass sie nicht Gesellschaft verändern wollen. Sie wollen es lernen, sie wollen sich mit neuen Zukunftsbildern beschäftigen. Es geht nicht darum, dass die Motivation fehlt, sondern es fehlt die Infrastruktur, die mentale Infrastruktur, die pädagogische und dann die finanzielle Infrastruktur, sowas jetzt anzubieten und zu machen und dauerhaft zu verankern. Das ist das, was wir aus den Emotionen sagen können. Und ich denke, diese Zitate, die ich hier nicht einzeln vorlesen möchte, sprechen dort eben auch für sich. Das heißt, wir haben als Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in diesen Projekten ein unglaubliches Zutrauen in die junge Generation geweckt. Es ist wirklich diese Generation im Wartesaal, die selber und aus eigenen Kräften daraus hinauskommen möchte, wenn wir vor allen Dingen erstmal diese Imaginationsfähigkeiten bilden, die Persönlichkeit stärken, um dann auch das Denken und Handeln in den anderen beiden Schritten unserer Spirale transformativen Lernens mitzunehmen. Ich möchte nur abschließend noch auf eine Sache eingehen. Es geht wieder so ein bisschen jetzt, aber ich will es eher in blumigen Bildern oder ja, man würde gleich sagen, nicht so blumigen Bildern, nochmal darstellen, dass wir sagen, wir brauchen dringend Veränderungen, ich nenne das eben, wie gesagt, Metamorphosen. Das ist hier nicht mehr sozusagen, wir machen auch noch ein bisschen Rettungsgasse frei oder ähnliches, ob das eine gute Idee ist. Wir brauchen ein fundamental anderes Bild, als ob wir eine Straße wären, wo sozusagen nur Autos drauf fahren könnten. Wir brauchen fundamental andere Bilder. Wir sind im Moment für den gewaltigen Aufgaben, die unsere Gesellschaft steht, für den gewaltigen Willen der jungen Menschen, die aber nicht befähigt werden, sondern denken Sie an den Kometen, der hinter dieser jungen Schülerin steckt. Wir sind im Moment nicht gerüstet. Wir versuchen aus einer geistigen Monokultur mit bisschen Gießen immer mal wieder eine Sonnenblume dazu verhindern, dass sie verdurstet. Mehr schaffen wir nicht. Wir brauchen aber einen dringenden, einen Systemwandel,
den ich in diesen drei Schritten eigentlich immer sehe, sagen, lassen Sie uns, wie diese For Future Labs oder anderes, lassen Sie uns bestehende Mini-Ökosysteme, die in sozusagen dieser Art von geistigen Wüste existieren. Das können Schülerprojekte sein, das können Podcasts sein, die junge Studierende machen, das können einzelne Seminare von KollegInnen an anderen Hochschulen sein, das kann so ein Hochschulbildungsprojekt wie unseres sein. Ja, lassen Sie uns diese Solitäre pflegen, strukturell fördern. Das heißt, nicht mit einzelner Projektsoße sozusagen zu übergießen. Das ist nicht die Logik, die dieses braucht. Und lassen Sie uns dann davon Samen nehmen. Lassen Sie uns die Projekte nehmen der jungen Menschen, die daraus entstehen. Aus unserer Hochschule wachsen Politikberatungsinstitutionen, sozial- und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Es wachsen Lehrkräftebildung, es wachsen daraus Promotionen, es wachsen daraus schon im Studium unendlich viele Projekte. Wir beginnen damit an Schulen. Woanders ist es auch so. Das heißt, nehmen Sie das Vertrauen, nehmen Sie das Geld in die Hand als fördernde Institution, um diese Menschen, diese Projekte geschützt wachsen zu lassen, in gewisser Weise erstmal nicht dem rauen Wind anzusetzen. Das ist so, wie man einen Urwald pflanzt. Ja, das heißt, Samen aus intakten Ökosystemen nehmen, schnell zur Reife zu bringen, zum Wachsen zu bringen. Und dann geht es um Vernetzung. Das ist das, was im Moment heute überhaupt nicht in den Förderlandschaften im Blick genommen wird. Das heißt, wir müssen dann diese Ökosysteme fördern. Das, was ich vorher gesagt habe, die Myzelbildung, den Lichteinfluss. Ja, das heißt, einzelne Projekte anzustoßen, ist immer noch die uralte Logik von, ich habe geistiges Eigentum, was meines ist und das will ich bewahren. Lassen Sie uns Ideen teilen, lassen Sie vernetzen und lassen Sie so diese geistigen Monokulturen schrittweise aufforsten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Silja Graupe. Unglaublich viele spannende Punkte. Einer der letzten auf der letzten Folie ist schon eine perfekte Überleitung zu ein paar der Fragen im Chat. Wir werden uns noch 4 Minuten für die Fragen nehmen, wenn sie schnell sind oder wenn ihr schnell seid, könnt ihr noch ein paar beisteuern und alle, die hier physisch im Raum sind, können auch ihre Smartphones nutzen, um noch Fragen beizusteuern. Ich fand spannend, die mittlere Folie, ich glaube, das ist oft eine Herausforderung in Deutschland, ist Innovation, Startups oder Innovation wirklich wachsen zu lassen und nicht gleich das Gefühl zu haben, man muss sofort wieder das Investment rausziehen und sorgt dafür, dass dann das junge Gewächs doch schnell verkümmert. In die Richtung oder in eine ähnliche Richtung, sagen wir mal so, zumindest mit der Startup-Thematik, geht die Frage von einem anonymen Teilnehmenden. Erklärt diese Visionslosigkeit Ihrer Meinung nach auch, wieso die Gesellschaft den technologischen Hypes Glauben schenkt, ihre Hoffnung auf Persönlichkeiten wie Elon Musk setzt und die Gestaltung der Zukunft abgibt? Also ich glaube, hier müssen wir einen Riesenfass aufmachen, woher kommt diese Imaginationslosigkeit? Und sie hat natürlich mit dieser Idee eines unendlichen Wachstums, was keine Qualität mehr kennt, ist also immer mehr eines zahlenförmigen Wachstums, wo wir genau dieser Imagination, in welcher Qualität, in welchen tatsächlichen Erfahrungen wollen wir eigentlich leben und danach Gesellschaft gestalten, gnadenlos abgewürgt wird und ersetzt wird durch so eine Art von blinden Technikfortschrittsglauben, ja, irgendwas wird uns schon retten. Ne? Das ist der Genius, der uns zufällig unter der Dusche einfällt. Ja, aber wir wissen nicht mehr die sozialen Herkünfte, die sozialen Quellen dieser Art von menschlicher Innovationskraft. Und ich glaube nicht, dass wir uns auf sozusagen, um dem Bild zu bleiben, auf diesen individuellen Duschmoment eines Elon Musk, der damit dann Geld verdienen will, auch noch verlassen sollten, sondern wir brauchen wirklich ganz andere Landschaften, wo diese Imagination von vornherein auch in ihren gemeinwohlorientierten Dimensionen, in ihren qualitativen belebt wird. Eine Frage geht in die Richtung der ganz praktischen Umsetzung. Christine Niebler würde gerne wissen, wie kann man als Dozent solch einen Notfallworkshop durchführen? Gibt es sozusagen eine Art Workshop-Kochbuch? The best of recipes. Best bei of Silja. Recipes, genau. Also wir sind jetzt erstmal ganz brav und haben gesagt, das haben wir mal selber gemacht und wir gehen überall und kochen erstmal selbst. Da haben wir es jetzt ganz brav evaluiert, weil wir wissenschaftlich fundiert sind und ähnliches und wir stricken jetzt genau an diesen Kochrezepten. Wenn wir uns noch ein bisschen Geduld gibt, also Sie werden auf unserer Homepage, ich denke im Oktober, die ersten stehen, dass wir jetzt eben in diese Digitalität gehen und wir wissen, dass der Flaschenhals, die Imaginationskraft der Lehrkräfte ist, sich das zuzutrauen und zu sagen, das mache ich. Das gibt komische Fragen, das gibt Gelächter, das gibt komische Momente, das gibt Tränen. Ich kann damit umgehen. Ich möchte all das in seiner Komplexität entfesseln.
Wunderbar, also bald erhält dich sozusagen das wunderbare Imaginationskochbuch der Silja Kraub. Vielleicht ein Punkt noch, der in der Mitte kam, dein sehr persönliches Statement, wo du sagst, ich weiß, ich in 20 Jahren bin ich nicht mehr da. Das verleiht einem natürlich eine besondere Dringlichkeit. Aus welchen anderen Quellen kann man sich so eine Dringlichkeit suchen, wirklich die Dinge anzugehen und wirklich mal umzusetzen, anstatt sie tot zu diskutieren? Also ich glaube, es ist für alle dieser, also, oder ich denke, das Wichtigste ist eben zu sehen, dieses, was geht über mich hinaus? Also der erste Schritt ist natürlich, ich möchte gestalten. Das ist auch erstmal das, was wir mit vollem Recht bei jungen Menschen. Wir haben bei ganz vielen, selbst bei Jungen, die sagen, was wird mit meinen Kindern, was wird meinen Enkelkindern sein? Also den Horizont über das gegenwärtige Ich, von dem Florence Gobb sagt, es kann sich noch nicht mal das 20 Jahre ältere Ich als ich selbst vorstellen. Das heißt, Imaginationskraft zu entwickeln, sagen, ich bin mehr als ich selbst, ich jetzt mit meinem komischen Körper in dem Falle, ich selbst mit einer, ja, sondern diese Art von Gebrechlichkeit, da wird was umbrechen, da spreche ich von direkter mentaler Transformation, und dann wird sich meine Aktivität, mein Ich, in etwas anderes ergießen können. Über andere Zeiträume, über andere Welten, über andere Regionen, mit anderen Menschen. Es braucht diesen Element, glaube ich, von dieser fundamentalen, oh Mann, da stimmt was nicht, da habe ich Angst vor, und dann zu sagen, das kann ich drehen, das kann ich erweitern, das habe ich versucht mit diesem Beispiel deutlich. Vielen Dank, Silja, für diesen unglaublich inspirierenden Talk, der gleichzeitig ganz konkret beschreibt, wie wir zu mehr Selbstwirksamkeit kommen. Vielen Dank, dass du heute den Weg auf dich genommen hast, bei uns zu sein.